Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch zeigen, wie kann man noch Erdbeeren haltbar machen, ohne kochen, ohne alle Vitamine zerstören. Natürlich machen wir Marmelade oder legen wir die Erdbeeren eigene Saft, kochen wir ein. Kann man Erdbeeren einfach so nur einfrieren und später kann man die auftauen für Kuchen und so weiter. Aber heute möchte ich euch noch eine Methode verraten, wie kann man Erdbeeren einfrieren, dass wir dann im Winter rausnehmen und die sind nicht matschig, die werden so toll aussehen. Und die schmecken so, so lecker, fast wie so frisch aus dem Garten. Einfach ein Sommergeschmack. Und wenn ihr Interesse habt, wie mache ich das? Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und dann im Winter kann man servieren auf den Eis. Oder zum Beispiel heute mache ich mir Pfannkuchen und serviere mit Pfannkuchen. Auch sehr, sehr lecker. Und die Rezepte für die Pfannkuchen habe ich auch in meiner Playlist. Unterschiedliche Rezepte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Diese Methode ist sehr gut, wenn man aus dem Garten bringt, nur so portionsweise die Beeren oder Früchte, was wir da im Garten haben. Wir haben gestern jetzt ein bisschen von den Beeren gepflückt und dann hat das wieder angefangen zu regnen. Dann mussten wir abbrechen und das, was ich jetzt nach Hause gebracht habe, für Marmeladen kochen, etwas ist ein bisschen zu wenig und außerdem habe ich Marmelade schon genug gekocht und möchte gerne euch zeigen, wie kann man noch was machen. Zum Beispiel, die kann man auch nur anfrieren. Da nehme ich so, dass ich auf das Brettchen lege oder auf größere Teller, so wie es für euch bequem in den Gefrierschrank reinstellen. Und stelle jede Beere so ein. Und auch möglichst nicht, dass die miteinander so zusammen sind, dass die miteinander nicht einfrieren. Und stelle so jetzt in die Gefrierschrank. Und wenn die zum Beispiel am nächsten Tag am besten ist oder nach 2 Tagen richtig gefroren sind, dann sind die wie die kleinen Steine. Die kann man dann einfach in den Gefrierbeutel reinmachen und dann habt ihr die ganze Erdbeere für Winter, zum Beispiel für Dekorieren von den Torten oder Dessert oder auf Eis zu machen. Auch sehr bequem. Auch so friere ich die Beeren ein, wenn ich zum Beispiel spät im Herbst möchte gerne ein Mixmarmelade kochen. Da lieben meine Familie diese Mixmarmelade, wo die alle Beeren und auch kommt Apfel rein. Jetzt ist noch nicht so weit, deswegen friere ich mir einen Teil auch Erdbeeren für dann später für die Mixmarmelade. Oder gestern habe ich gerade geschafft, nur so ein bisschen zu ernten von Stachelbeeren und eine Handvoll schwarze Johannisbeeren. So kann ich jetzt auch in den Gefrierschrank stellen und anfrieren. Später für den Mixmarmelade, das von jeder Frucht was bisschen ist. Es schmeckt so, so lecker. Das ist jetzt eine Info, nur für die Beeren einfrieren, wie ich es mache. Es kann man auch schön mit Pflaumen auch so machen. Da habe ich, glaube ich, schon in irgendwelchen Videos mal gezeigt. Ich schneide dann die Pflaumen auf die Hälfte, nehme die gleich Kern raus, lege eine Lage in die Dose rein und streue ganz, ganz bisschen Zucker. Dann eine Frischhaltefolie und wieder eine Lage. Und dann kann man eine richtig schöne große Dose anfrieren. Perfekt für Pflaumenkuchen im Winter. Aber heute möchte ich euch zeigen, wie kann man Erdbeeren und auch andere Beeren so machen. Einfach so Natur lassen. Und dafür habe ich jetzt die aussortiert. Die Beeren, welche ich möchte, gerne ganz haben, lege ich erstmal in eine Dose. Und da braucht ihr kein Rezept dafür oder sowas. Einfach so viel reinmachen, wie viel es da reinpasst. Das ist perfekt, zum Beispiel im Winter, das Auftauen auf den Eis machen, auf dem Pfannkuchen machen. Das ist so lecker und dann schmeckt wie so frische
Erdbeer. Das ist wirklich toll. Machen wir jetzt erstmal alle Döschen, was ich mir vorbereitet. Und natürlich könntet ihr auch schon gleich so ausrechnen, wie viel Personen seid ihr. Wir sind nur zu zweit, deswegen mache ich in so eine kleinere Döschen, weil dann, wenn ich auftauen, für mich und für meinen Mann es reicht. Wenn er natürlich eine größere Familie, dann nimmt er einfach die größere Dosen zum Einfrieren. So, die Erdbeere habe ich jetzt in 4 Döschen verteilt und jetzt die, welche etwas weicher oder ein bisschen abgeschnittener oder, naja, bitte nicht schlechte Erdbeeren. Oder überreife oder ganz große, weil ganz große zum Einfrieren auch nicht schön. Die werden wir einfach pürieren. Und pürieren werden wir ohne Zucker. Wenn ihr natürlich möchtet, gerne etwas süßer. Natürlich schmeckt das dann noch besser, wenn man ein bisschen Zucker nimmt. Aber für die zum Beispiel, welche Zucker dürfen nicht in sich einnehmen, das ist echt perfekte Rezept dafür. Natürlich, wenn die Kinder wollen, dann wollen die ein bisschen Zucker. Aber das kann man sogar später dazu geben. Wenn ihr möchtet gleich mit dem Zucker machen, dann macht ihr hier 1 oder 2 Esslöffel Zucker und püriert mit Zucker. So, haben wir das schön püriert. Und jetzt werden wir unsere Beeren einfach mit dieser Soße, Erdbeersoße, übergießen. Zumachen und in den Gefrierschrank stehen. Und dann, wenn ihr dann Erdbeer braucht, einfach rausnehmen, bei Zimmertemperaturen auftauen und genießen. Und ich mache erstmal alle anderen fertig. So, meine Lieben, 4 Döschen habe ich jetzt rausbekommen und vollgemacht. Die eine werde ich nach ein paar Tagen nochmal auftauen und euch es zeigen, wie es danach aussieht, wenn ihr im Winter das aufmacht und vielleicht für Eis verwendet, zum Beispiel. So, dann sehen wir uns nach ein paar Tagen. So, es sind jetzt 2 Tage, seitdem wir Erdbeer eingefroren haben. Gestern abends habe ich den rausgenommen und in den Kühlschrank reingestellt, dass die schön langsam auftauen. Und heute habe ich für uns Pfannkuchen gebacken und werde diese Erdbeer dazu servieren. Schaut, wie sieht es also aus. Das cremige, und wenn wir Erdbeer rausnehmen, die ist fast wie frisch. Und die schmecken wirklich wie gerade aus dem Garten. Richtig toll. Es wird nicht verkocht, es bleiben die natürlich alle Vitamine erhalten. Und wenn mal Platz im Gefrierschrank habt, dann würde ich euch wirklich raten, wenigstens ein paar Döschen euch für Winter das anzufrieren. Da habt ihr wieder den Sommer und Ernte aus eurem Garten frisch auf den Tisch. Und dann kann man es so schön servieren. Wir machen so. Machen gleich 2. Schaut, jeder Pfannkuchen hat seine eigene Maserung. Und eine mache ich nur mit dieser pürierten Erdbeeren. Oh, was für so ein Duft. Und wenn ihr möchtet, ein bisschen süßer, es kann man sogar jetzt ein bisschen Zucker drauf streuen, wenn es die Beeren vielleicht nicht so süß sind. Und zusammenrollen. Die kann man auch aufschneiden. Und den machen wir einfach so mit den Beeren gleich. Schaut, herrlich. Und die noch dazu. Schaut. Ist das nicht toll? Kaffeezeit dann im Winter, wo es so kalt ist, und eigene Erdbeer sich auf den Tisch servieren. Wirklich sehr, sehr lecker. Und ich kann euch nur das empfehlen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei Vorräte anlegen. Und wir gehen jetzt an den Tisch und werden schön Kaffee trinken. Die habe ich noch frische aus dem Garten. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!